Hallo und herzlich willkommen zurück beim epischen Musiksimulator 2017 und wir befinden uns immer noch im Hauptmenü. Wir hatten ja in der letzten Folge gesagt, dass wir hier mal reinschauen wollen, was es eigentlich alles gibt. Ich habe schon Customize. Du kannst auch über den Reiter Gift, also auf Deutsch Geschenke, auch mal schauen in deine Inbox und deine Order. Complete Orders to Receive Rewards. Da gehe ich jetzt mal rein. Bist du dabei? Ich bin bei Received. This is where you can view orders, tasks assigned directly from the Knight's Order. Challenge orders are orders that assign you in a new task every day, but only if you complete them. Basic orders are blah blah blah, special orders, limited periods, complete orders to earn useful rewards. Na, dann hoffen wir doch mal. Hier haben wir. Defeat 100 Goblins. Krieg ich mal eine Kiste. Dreimal Goblin Bane. Hä? Warte mal. Happy Card Free Pass. Happy Card Free Pass. Happy Star. Happy Star. Und Healing Portion. Accept All. Yes. Nehmen wir erstmal alles. Oh, hier. Clear Chapter 1 of the Story. Complete. Happy Card Free Pass. Change equipped items, receive reward. Happy Stars, 2500, what the hell? Which, warte mal, accept all kann man ja auch machen. 2 hours later. Es gibt... Egal, ich presche einfach durch. Bam! Wow. Also ihr seht, ich glaube, das Spiel ist wirklich einfach nur prügeln, looten und farmen. Ah, die dunklen Dinger muss ich mehrmals drauf haben, damit die kaputt gehen. Und irgendwie ist nichts drin. Hier mal, hier hinten ist noch ein Haufen Kisten. Ich würde sagen, wir nehmen einfach mal alle mit. Ich glaube, wenn wir beide zu dieser Zeit einen DS gehabt hätten und viel Zeit miteinander verbracht hätten mit diesem DS, dann wäre das... Final Fantasy Crystal Chronicles davon noch so richtig was für uns gewesen, ey. Einfach auch nur so ein Dungeon-Dings. Ähnlich wie hier, nur mit nicht so verzögerter Steuerung. Ja gut, ich muss ganz ehrlich sagen, wenn das mit der Steuerung wirklich nicht wäre, dann würde sich das Ganze A ein bisschen einfacher gestalten und B, es würde nicht so ein bisschen den Spaß drücken. Also es ist schon ein bisschen nervig. Ah. Ja. Nehmen wir den Hund doch mal beim Namen Bello. So, pass auf, ich kann jetzt hier mit Kreis hier drückt halten und dann auswählen, wo der Zauber ihn auch schlägt und dann Batz. Okay. Ah, du musst bei mir in der Nähe sein und auf dem Bildschirm. Dann kann ich dir die Cardbox hier verpassen. Zack. Okay, pass auf, die stecken schon ein bisschen mehr ein als vorhin. Du hast ja auch die Schwierigkeitsgrade hochgedreht, habe ich gehört. Oh, ich bin ja, im Super-Mode, Alter. Ich bin im Super... Oh, ich bin down. Nein, Lumpy, tu es nicht. Warte mal, ich spiel dich mal weg. Ich versuche dich gleich wieder zu beleben. Komm schon, Cooldown. Du bist auch gleich down. Nimm dir eine Flask of Potion Healing. Rage 10. Okay. Moment, ich komme. Und nochmal den gleichen Knopf drücken. Ja, geht irgendwie. Ja, hab ich doch. In der Abkürzung ja. F2P. Und ich habe erst gelesen, FPS. Oh, cool, ich bin wieder am Start. Ja, haben wir wahrscheinlich einen Checkpoint jetzt erwischt. Aufpassen, Gegner am Anmarsch. Ja, ich versuche mich zu heilen. Ach, ich kann nicht, ich kann den Pfeil für den Ground Control Zauber nicht direkt lenken, sondern der wandert einfach weiter nach vorne, wenn ich das drücke. Achtung! Oh shit. Einen von den Dudes habe ich gerade in die Fallen reingelockt. Beziehungsweise reingeschlagen, vielmehr. Dann wird die Folge heute ein bisschen Überlänge haben, glaube ich. Was ja nicht schlimm ist, muss ja auch mal sein. Ah, nichts getroffen.
Ich habe jetzt auf die Top-Down-Variante gewechselt. Ich muss kurz ein bisschen Mana restoren. Schwupp! Also ob wir hier die zeitliche Vorgabe schaffen, ist echt die Frage. Warten, bis mein Mana voll ist. Und wieder. Jawohl. Und. Au. Aber zumindest bin ich nicht direkt gestorben wie sonst. Angst. Ja, das mit deiner Magie ist ziemlich nice. Ja, ich versuche, was ich kann, wa? Ja, vor allem kannst du die ja damit ja hitten, ohne dass sie direkt in deiner Nähe sein müssen. Im Gegensatz zu mir. Oh, der eine ist in eine Falle reingelaufen, Mann, ist das ein Vollidiot. Boom! Ich versuche die Starken für dir abzuhalten. Ja. Versuche gerade noch ein bisschen hier mit den zwei Goblins klarzukommen. Aber das Problem ist halt, die stecken echt verdammt viel ein. Oh, was ist denn, oder? Nein! Au, fuck. Da war noch ein Gegner, den ich nicht gecheckt habe. Jawohl, einer ist in eine Falle rein. Der ist down. Okay, das sind unsere letzten Gegner jetzt hier. Noch einer. Ja, der letzte. Warte. Ah, daneben. Na, was ein Wichser. Wie kann der so oft zuschlagen? Aber das kann. Und freut sich darüber. Fuck. Ja, die Sau, ey. Warte, bist gleich wieder dabei. Jawohl. Oh, da oben sind wieder welche gespawnt, oder? Jawohl. Oh, nee. Hau doch. Oh. Ja, Freunde, ich glaube, das wird jetzt gar nicht mal so einfach. Oh nein. Boah, Alter. Crazy Dude ist crazy. Achtung! Und wieder rein hier! Wham! Putz! Ja, ich muss versuchen, den Zauber richtig zu. Aber. Oh. Alter. Oh. Huch, falsche Richtung. Hau ab, ich sag's dir. Wie dein Charakter dabei lächelt. Ja, der freut sich. Machen wir denn das? Komm schon! Oh, ey. Okay, ich glaube, wir haben irgendwie einen Schwierigkeitsgrad gewählt, der so ab Level X gedacht ist oder so. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das so schwer gemeint ist. Boah, ja, ist dann aber schon ein bisschen krass, finde ich, dass das nach Human, also im Schwierigkeitsgrad Human, gleich so ein Schwierigkeitsgrad kommt, der dich völlig kaputt macht. Ja, das war. Es gibt Spiele, da ist das halt mit Absicht so, damit du den ganzen Kram halt nochmal spielst, nur halt auf dann schon schwerer. Oh, also ein Schwierigkeitsgrad, der sozusagen gemeint ist, genutzt zu werden, wenn du dann einmal das Spiel durchgespielt hast, quasi. Ja, bisher geht's ja noch. Also es ist zwar echt knackig. Herausforderung, den ist Wächterchen, hä, meine. Aha, Trottel. Aber ich denke mal, umso besser ist dann halt auch die Belohnung, ne? Dass wir es geschafft haben. Falls wir es schaffen. Das ist noch die Frage. Okay, da ist wieder einer down gegangen. Darf man das eigentlich so? Ich erforsche derweil noch ein wenig das Menü. Ja. What the hell? Knockout!
Ah, wenn du L1 gedrückt hältst und dann deine Skill-Tasten, dann kannst du zwischen den verschiedenen Skills wechseln, die du in der Reihe drin hast. Also bei Kreis hast du ja drei Slots. Wenn du da mehrere drin hast, dann heißt es L1 gedrückt halten und Kreis, dann wechselst du da durch. What's happening? Oh lol. Okay. Advance. Ach du Scheiße. So, jetzt gleich mal direkt einen auf der Oma. So, oh, meine Speere sind wieder voll. Ja. Jetzt, was nicht voll ist, ist meine Wiederbelebung. Oh, schade. Dann hast du alle schon Okay, verbraucht. wir müssen Richtung Ausgang. So sehe ich das gerade. Ne? Ich will einfach noch durchrennen. Könnte man probieren. Oh. Was? Da waren Gegner? Ja, die sind aus der Erde gekommen. Und hat mich direkt gekillt, Alter. Good luck, have fun. I do my very best. But I think I die. Scheiß, yes. I think it was my fault. Yeah, right. You Okay, can do warte jetzt. this. Let's make it a little bit spannend. Spätestens wenn ich hier hinten bin, kriege ich eh auf den Sack. Hello, friends. Ich sehe nichts. Warte mal, wenn ich stehen bleibe. Komm schon, komm schon. Jawohl. Yay. Da kommen Gegner aus dem Boden und machen mich direkt tot, Alter. Was ist da los? Ach du Schreck. Advance, also wir müssen wieder abhauen. Buffalo. Wow. Defeat Defeat Buffalo. Buffalo. Na dann Alles wünsche ich klar, dir dann schon die. mal, wünsche ich Viel dir schon mal Spaß, viel Buffalo. Spaß. Aufpassen, Buffalo hat einen. Hä? Wie mein Kollege einfach mal. Au, fuck off! Ja, klar. Alter, ist das ein Ausweichen, Arsch. ausweichen, 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 ausweichen. Ich weiß gleich, dass ich sagte, als Titan, aber muss. Ich hab mich getroffen. Ich glaube, in 4 Minuten den Boss zu besiegen, wird recht sportlich. Komm, lass drauf knüppeln hier. Wo ist er denn? Hinter uns. Die Sau ist nämlich abgehauen. Kameraführung ist gerade echt ein bisschen für ein Anus. Oh, wir haben ihn einen Typen tot gemacht. Okay, pass mal auf, ey. Oh, nein, sie sind zu zweit. Ich versuche eigentlich gerade mehr, mich ein bisschen auf den Boss zu fixieren. Oh, also die Speere werfen ist so richtig behindert irgendwie, ne? Ja, weil es zielen recht schwer ist. Oh shit! Alter! Hat er denn für eine krasse Dude-Attacke drauf gehabt gerade? Tja, Peebles. Folge mit Überlänge. Boah, hab ich getroffen, ne? Was? Die machen mir 50% Schaden mit einem Schlag. Das kann nicht sein. Okay. Ich muss ein Stück laufen. Ich versuche mich hier mit dem einen Typen da zu begnügen, indem ich. Jetzt kann ich schon wieder nicht ausweichen. Was ist das für ein Shit? Vor allem, warum kostet Ausweichen Mana? Ach, ehrlich? Ja. Was kostet nicht viel, aber irgendwie, ich glaube, 10% oder so in der Richtung.
Ich check's nicht, Alter. Ich check's einfach nicht. Warum weicht denn der nicht aus? Sondern. Also, echt. Ich hatte noch ein Schild. Wie wär's, wenn ich das mal verwende? Ach so, stimmt ja. Kostet ein Mana. Das Problem ist, ich wär. Also in 2 Minuten kriege ich den niemals so weit runtergehittet. Nee, nie. Ich kann zwar mit meiner Rage. Range. Attacke kann ich den immer hier schön wegbrutzeln. Macht 10.000 Schaden, aber. Jetzt hast du ihn gepult. Echt? Ja. Scheiße. Dabei habe ich da bloß versucht zu überleben. Aber das Problem ist, du kannst es vergessen, bei dem irgendwo oder mit dem irgendwo in der Ecke stehen zu bleiben. Nein, jetzt hat er sich bewegt, Mann. Ich war gerade. Natürlich nicht getroffen. Das ist, sobald die das Schild heben, kannst du das voll abessen. Ich sag, du bräuchtest normalerweise, bräuchtest du einen Tank. Ach du Scheiße. Pass auf hier nicht zu nah ran, sonst pulst du ihn wieder. Ich glaube, ich habe schon wieder gepult. Ich habe den nicht mal gesehen. Ist aber auch mega fies, Alter. Eine Minute übrig. Niemals. Oh, ich dachte, jetzt kommt ein Gegner auf mich zugerannt, aber was du das? Ja, Freunde, ich glaube, schaffen werden wir das hier nicht. Body Seconds. Naja, zumindest bin ich nochmal gestorben bis jetzt. Sobald du den direkt angreifst, hebt er das Schild hoch. Das. Du hättest es nicht aussprechen dürfen. Das sah aus wie ein Fass, wo Gold drin ist. Warst du wieder gierig? Ja. Ja, Freunde. Continue? So, Freunde, 2 Stunden später haben wir dann doch mal aufgegeben. Ja. Wir haben festgestellt, dass. Alter. Das. So. Das war's. Dankeschön. Fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann später. What the fuck, ey? Ja, uns ist uns, oder beziehungsweise Lumpy ist dann später mal aufgefallen, dass wir das Level Recommended für Level 17 eigentlich angefangen haben. Ich glaube, dafür, dass wir auf Level 2 gespielt haben, haben uns gar nicht so schlecht geschlagen. Aber ihr habt jetzt gesehen, es geht doch wesentlich einfacher. Ein bisschen. Etwas. Ah. So. Yay! We did it! We did it! Ach, ist nicht schön. Das fällt mir jetzt aber schon wieder viel zu einfach. Da fand ich das Dark Souls-artige davor schon interessanter. Hey, wir sind Level 3. Das heißt, wir können jetzt irgendwas anderes machen. Yo, neue Skills. Neue Skills, ey. Iceball. Haufen Zeug eingesammelt. Ich würde sagen, wir gehen zurück wieder in die Lobby, sehen uns dann in der nächsten Folge. Schauen wir uns mal den Schmied an und vielleicht die neuen Skills und machen vielleicht mal die Event-Quest. Mal schauen. Findet's raus, schaltet wieder ein. Wir danken euch fürs Zuschauen. Macht's gut. Bis dahin, euer Lumpy. Und euer Chakal. So sieht's aus. Bis dahin. Jetzt denken die Leute, wir sind jeweils der andere. Jetzt sind alle verwirrt. Macht's gut. Haut rein.